Der Masterstudiengang Mikromedizintechnik befasst sich mit den drei Zukunftsdimensionen der Medizintechnik: die Miniaturisierung, die Computerisierung und die Biologisierung. Es gibt seit kurzem tolle Berichte über Querschnittsgelähmte, die mit Hilfe von Gehirn- und Wirbelsäulenimplantaten und auch mit Unterstützung von KI wieder gehen können. Also Lahme können wieder gehen. Vor einiger Zeit war es in aller Munde, dass Blinde wieder sehen können. Es gibt Chips, die man ins Auge einpflanzt, und Personen, die krank geworden sind und nichts mehr gesehen haben, können damit wieder etwas sehen. Schon lange bekannt ist das Cochlea-Implantat, mit dem Taube hören können. Es gibt also eine Vielzahl von aktiven, intelligenten Implantaten, die dafür sorgen, dass die Personen, die im neurologischen Bereich eingeschränkt sind, wieder ihre Fähigkeiten zurückbekommen können. In unserem Masterstudiengang werden wir uns damit befassen, wie man solche aktive, intelligenten Implantate baut. Der Studiengang dauert 3 Semester. Im ersten Semester legen wir die Grundlagen zur Medizintechnik, Mikrosystemtechnik, Silizium-Mikrotechnologie, auch eine Übersichtsvorlesung über aktiv intelligente Implantate gibt es. Im zweiten Semester werden wir uns vertiefen. Es gibt auch ein Forschungsprojekt, wo man schon mal lernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Es gibt Vertiefungen im Bereich Mikrooptik und Sensortechnologie. Und im dritten Semester kommt dann die Thesis, am besten in einer Firma, die sich mit diesen Themen befasst. Bei uns lernt man die grundlegenden Technologien von Mikrosystemtechnik im Kontext von Medizintechnik, Biologisierung. Das heißt, wie kann man Oberflächen beschichten, damit das Immunsystem sie toleriert. Der Arbeitsmarkt ist sehr vielfältig. Alle unsere Absolventen kommen wunderbar unter in Industrie, in Forschungseinrichtungen, in Medizintechnikfirmen, und bisher hatte noch keiner Sorgen, einen Job zu finden. Und es ist ein wahnsinnig tolles Gebiet, wenn man mitwirken kann, dass Blinde wieder sehen, Taube hören und Lahme endlich wieder gehen können.